Diese beiden Hollywood-Stars haben eines gemeinsam. Julia Roberts und Tom Cruise wurden beide schon beschützt von einem der ganz Großen in Sachen Personenschutz. Und damit sind wir auch mittendrin im Countdown zur Oscar-Verleihung. Die Anspannung ist ja groß, denn im vergangenen Jahr hat es einer auf die Bühne geschafft, der das nie hätte schaffen dürfen. Die Ohrfeige wurde dann auch zur Legende. Und obwohl alles wahnsinnig geheim ist, durften wir jetzt einen Selbstversuch in Sachen Hollywood-Sicherheit machen. Echtes Hollywood-Feeling für unsere Promi-Expertin Suzanne Klehn. Einmal erlebt sie hautnah, wie es ist, von Top-Bodyguards vorgefahren und beschützt zu werden. Das sieht aus wie eine Filmszene, aber für viele Filmstars ist das die Realität. Sie können keinen Schritt alleine machen. Ich habe hier bei mir Brian und ich habe hier Kent. Kent gehört die renommierteste Sicherheitsagentur, nicht nur von Hollywood, sondern eigentlich der Welt. Julia Roberts, Tom Cruise, Pink, die Kardashians, die hat er alle schon beschützt. Und heute zeigt er mir, was dazugehört, ein absoluter Edelbodyguard zu sein. Brian? Bei diesen Dreharbeiten mussten wir also keine Angst haben um unsere Promi-Expertin. Und auch sie hat sich wohl selten so sicher gefühlt wie in der Zeit, die sie mit Brian Ocampo und Kent Moyer verbracht hat. Von ihm erfährt sie, dass in Hollywood alles, auch das Sicherheitsbusiness, spezieller, exklusiver und außergewöhnlicher ist als andernorts. Diese Drohne ist eine 18.000-Dollar-Drohne. Sie kann im Regen fliegen, die einzige, die wasserdicht ist. Sie hat eine Wärmebildkamera, mehrere andere Kameras, die zoomen können. Sagen wir mal so, jemand möchte herausfinden, ob ihn die Ehefrau betrügt. Sie ist mit ihrem Liebhaber auf dem Sunset Boulevard. Dann kann ich die Drohne von hier aus steigen lassen, ein paar Kilometer entfernt, und so nah ranzoomen, dass wir die Beweisaufnahme haben. Abgesehen von solchen Detektivspielchen wird die Drohne eigentlich genutzt, um die riesigen Grundstücke der Stars zu überwachen, um Eindringlinge aufzuspüren und zu verjagen. Ich bin ja kein Dieb und keine betrügende Ehefrau, von daher freue ich mich, die Drohne zu sehen. Aber ich glaube, wenn die außen nichts auf mich zugeflogen käme, das ist schon irgendwie beängstigend, muss ich echt sagen. Sie sind berühmt und reich, im Film sehr mutig. Im echten Leben müssen sie jedoch Angst haben und sich schützen lassen. Beim Einkaufen, beim Ausgehen, auf dem roten Teppich. Nach schlagzeilenträchtigen Einbrüchen lassen einige Topstars und Geschäftsleute sich sogar zu Hause bewachen. Man sieht es dem Büro der World Protection Group nicht an, aber es ist ein Millionenbusiness. Ein Jahr das Komplettpaket. Es kommt auf das Personal an, ob wir rund um die Uhr da sind. Vielleicht mit zwei Fahrern und zwei Sicherheitsleuten. Das kann $1 Million kosten. Bei dem Playboy Hugh Hefner und seinen Bunnies hat Kent Moyers Karriere im Sicherheitsbusiness vor Jahrzehnten begonnen. Mit dem Hollywood-Image des Bodyguards, wie Kevin Costner und Clint Eastwood sie spielten, hat der Job allerdings nicht viel zu tun. Am Beispiel der Oscar-Veranstaltung erklärt der Sicherheitsexperte sein komplexes Tätigkeitsfeld. Rund um die Veranstaltung brauchen wir drei Schutzringe. Das beginnt alles schon eine Woche vor den Oscars und wird jeden Tag etwas hochgefahren. Wo die Leute auf die Parkplätze fahren, haben wir uniformierte Sicherheitskräfte am äußeren Ring. Am mittleren Ring haben wir unauffällige Beobachter, die dort nur stehen und herumlaufen. Am inneren Ring sind die Nahschützer für die Stars und für die Bühne, damit wir nicht wieder so einen Vorfall bekommen wie mit Chris Rock und Will Smith. Diese Backpfeife schallt nach und sie hätte verhindert werden müssen, sagt Kent Moyer. Aufmerksame Security hätte ihn gestoppt, bevor er auf die Bühne geht. Nichts wäre geschehen. Man hätte die Kameraperspektive gewechselt, niemand hätte irgendetwas zu sehen bekommen. Das war der Fehler. Dass dieses Jahr alles gut geht, hofft ganz Hollywood. Und wir werden das ganz genau beobachten. Und sie ganz besonders für uns. Suzanne ist für uns in Los Angeles, da, wo morgen die Stars über den Teppich laufen. Suzanne, sag uns doch mal, wird alles rechtzeitig fertig und was ist eigentlich anders in diesem Jahr?
Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und ist vor allen Dingen im Moment ein Wettlauf gegen den Regen. Denn es hat die ganze Nacht durchgeschüttet. Und man muss ja sagen, wir sind ja jetzt wieder auf dem beigefarbenen Teppich. Der Oscar hier ist eingepackt mit einem riesigen Regenmantel. Ich habe Ihnen gestern schon die Eimer gezeigt. Die stehen immer noch da, sind wieder randvoll mit Wasser, das hier durch diese Baldachine tropft. Und hier wird wirklich 24 Stunden durchgearbeitet. Hier sehen Sie eine Absperrung mit Vorsicht frisch gestrichen. Hier wird die ganze Zeit gewerkelt und dieser Teppich ist so empfindlich, dass da schon, wenn Sie das sehen, im Hintergrund liegt schon eine Ersatzrolle parat. Denn er ist zwar eingepackt mit dieser Folie, aber ich habe eben schon gesehen und darum trage ich hier auch flache Schuhe, damit mir das nicht passiert. Hier sind überall von High Heels schon kleine Löcher drin und ich kann Ihnen sagen, wie der Teppich da drunter schon aussieht, das wird den Stars morgen wahrscheinlich nicht gefallen. Es soll ganz viel anders werden. Die Academy wird nicht müde zu betonen, dass wir morgen eine Show sehen werden, wie wir sie noch nie erlebt haben. Es sind aber immer noch die Oscars und darum wird das auch hier in Los Angeles und auch von der Hollywood-Presse eher gemischt aufgenommen, weil sich natürlich viele fragen, was soll denn jetzt noch anders werden? Man muss ja trotzdem die Oscars verleihen, aber dieses Entree, dieser champagnerfarbene Teppich ist schon die erste Aussage. Wir machen hier einen klaren Cut und machen alles ganz frisch. Ich bin gespannt. Wir auch auf jeden Fall. Und jenseits von diesem Teppich, sind die Stars ja schon in der Stadt oder sind sie noch nicht angekommen? Und was passiert eigentlich alles vor der großen Oscarverleihung? Also gestern war der große Anreisetag, der Freitag. Und eigentlich müssen jetzt alle Nominierten da sein. Wer jetzt seinen Flieger verpasst hat, kommt auf jeden Fall zu spät und verpasst die ganzen Empfänge. Denn in der Nacht zu heute ist in fast jedem Hollywood-Hotel, das was auf sich hält, ein Oscar-Empfang. Und das hat mit der Academy gar nichts zu tun, sondern das richten die Produzenten und die Filmverleiher auf. Und je nachdem, wie groß die Produktion ist und wie viele Millionen da im Rücken stehen, sind die Empfänge riesengroß und super edel, fast schon wie eine eigene kleine Oscarverleihung oder auch ganz klein, wie wir gestern auch gesehen haben, bringt eine Produzentin selber ihre Erdnüsse und ihre Oliven mit und baut die dann für ihre Gäste selber auf und hat aber einen schönen Raum in einem sehr guten Hotel gemietet. Also man sieht hier alles, Los Angeles ist im Moment wirklich im Fieber und bereitet sich vor. Man fragt sich auch immer, wie überlebt man eigentlich so eine stundenlange Veranstaltung, also so einen Abend? Sollte man sich da vorher irgendwie besser den Bauch vollschlagen oder einfach Snacks unter dem Stuhl verstecken? Ja, das ist ja nicht erlaubt, Snacks mit reinzunehmen. Selbst Getränke sind ja super schwierig und verstoßen eigentlich gegen die Etikette. Jennifer Lawrence, die Schauspielerin, hat das mal gemacht. Aber ja, viele, mit denen ich mich unterhalten habe, die bei den Oscars waren, sagen, sie haben dann schon Hunger. Es gibt ein Edel-Catering, wie seit vielen Jahren von Wolfgang Puck ausgestattet. Wunderschöne Sachen, da werden kleine Oscars nachgestaltet, auch Zigarren, die aber eigentlich zum Essen sind. Und es gibt auch edlen Champagner und von keinem Geringeren gereicht als Brad Pitt. Den Chateau Miraval stattet das hier aus. Hoffentlich weiß Angelina Jolie Bescheid nicht, dass es die nächste Ohrfeige gibt. Aber viele Stars gehen nach der Verleihung zur Burgerbude um die Ecke, weil denen echt der Magen in den Kniekehlen hängt. Danke an Susanne. Morgen hören wir dann mehr von dir, wenige Stunden bevor es endlich losgeht. Vielen Dank.